Hallöchen und herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Transport Viva 2. Und ja, es ist ein bisschen Zeit wieder vergangen und es ist, es sind glaube ich auch ein paar Folgen ausgefallen. Das hat den Grund, schaut mal bitte, die Maus bewegt sich, der Bildschirm bewegt sich auch. Ja, Bammel spielt wieder mit zwei Händen. Yay! So, ich kann wieder mit der zweiten Hand spielen, das heißt, aktuell ist es so, dass mein Verband soweit ab ist. Ich habe jetzt quasi nur noch ein Pflaster und bin gerade dabei, den Daumen wieder leicht zu trainieren. Bis jetzt klappt noch nicht so viel, aber wir trainieren leicht, ja. Und ich glaube, Zocken ist gar nicht mal so eine schlichte Alternative, damit die ganze Hand überhaupt mal wieder ein bisschen so in Gange kommt. Ja, die ist ja doch sehr, ziemlich eingerostet gewesen. Und ja, ich hoffe, es geht jetzt voran. Ich hoffe, ich kann jetzt halbwegs wieder so ein bisschen euch was zeigen, beziehungsweise auch wieder bessere Kamerafahrten machen, ja. Trotzdem bleibt es erstmal dabei, dass alle zwei Tage Transport Viva kommen soll. Zumindest ist so der Plan. Ich weiß, jetzt in letzter Zeit war das ein bisschen alles unregelmäßig. Es tut mir auch echt leid, aber ein bisschen Gesundheit geht vor, ne? Und dafür aber, ich streame aber viel, viel mehr. Viel, viel mehr streame ich jetzt, als ich überhaupt vorher gestreamt habe. Und das macht mir auch so viel Spaß und das würde ich auch gerne so beibehalten. Ja, also wer da gerne mal in den Streams reinschauen möchte, Link findet ihr in den Beschreibungen von jedem einzelnen Video, was ich überhaupt mal so hochlade, ja. Also wenn ihr da vorbeigucken wollt, macht das mal bitte. So, wo sind wir überhaupt letzte Folge stehen geblieben? Stimmt, wir haben in Dresden den Hafen gebaut, ja. In Dresden haben wir den Hafen gebaut. Wir haben die ganzen Flughäfen umgebaut in Dresden, Magdeburg und Leipzig. Das weiß ich noch. Und ich bin mir relativ sicher, wir wollten... Alter, wie die Häuser hier aussehen. Alle in einer Reihe. Alle sehen so fast gleich aus. Wir wollten einen Hafen bauen in Magdeburg. Ja, wir wollten, glaube ich, einen Hafen bauen in Magdeburg. Und den könnten wir rein theoretisch auf der anderen Seite bauen. Ja, damit hier ein bisschen mehr Action ist auf dieser Seite. Ich würde sagen, komm, wir lassen mal so ein bisschen weiter laufen. Ja, wir lassen das Spiel so ein bisschen weiter laufen nebenbei. Und gucken mal, dass wir jetzt hier einen schönen Hafen hinkriegen. Größe groß, Terminals 4, das war... Achso, Terminals war nicht hier, okay. Müssen wir nochmal gucken. Ich glaube, ich werde das wieder so machen. Wie ich das... Hallo? Hallo, ich will WASD, genau, jetzt. Ich glaube, ich werde hier auch so eine Einbuchtung bauen, wie wir das hier haben. Ja, ich glaube, das ist am sinnvollsten. Ich glaube wirklich, das ist am sinnvollsten. Und ich würde das, glaube ich, sogar hier... Ja, ich würde das hier hinbauen. Ja, ich würde das hier hinbauen. Hier machen wir jetzt eine Einbuchtung, ne? So, jetzt müssen wir nur mal gucken. Das war... Zustand von mehreren Fahrzeugen schlecht. Ja, ihr müsst mir sagen, welche Fahrzeuge. Danke, liebes Spiel. Gelände planieren, ja. Stärke, fupp. Warte mal, fupp. Und das so. So. Ich glaube, das ging... So, genau. Das war planieren. Genau. Ich weiß nicht mehr, wie groß. Ich werde jetzt einfach mal so... Schnaff, schnaff, schnuff. Okay, mittlere Maustaste ist noch ein bisschen schwierig. Aber ich lerne ja noch. Ah, ich lerne das Zocken gerade wieder komplett neu. So. Hier machen wir noch ein bisschen gerade. So würde ich vielleicht sagen. Ah, so. Dann können wir hier noch ein kleines bisschen wieder anebnen. Wir können aber auch... Ja, dann sag mir doch bitte, von welchen Fahrzeugen. Von den Flugzeugen kann nicht sein, die sind relativ neu. Das kann nicht sein. Die sind jetzt 2 Jahre alt. Sag mir bitte, welche Fahrzeuge. Ich will jetzt auch nicht extra nachgucken, welche Fahrzeuge jetzt schon alt sind. Sag mir bitte einfach welche. Danke. Danke, liebe Spieler. So, jetzt aber. Hafen. Das Gelände sieht aber total... bescheiden aus. Das müssen wir auf jeden Fall anpassen, wenn das soweit ist, ja. Ich würde sagen, wir bauen das hier. Ich würde sagen, wir bauen das hier hin.
Pass auf, wir konfigurieren den und dann passen wir das Gelände danach an, oder? Ich glaube, das wäre besser. Was war das? Das machen wir später. Passagiere, das ist quasi sein Hauptgebäude. Komm, einfach damit es schön aussieht. Und Güter können wir gerne auch machen. Wir können hier gerne zwei Güter machen. So, jetzt brauchen wir Plattformen, ja? Plattformgüter, nein. Plattformpassagiere, ja. Ja, so. Warte mal, wie weit ist denn der hier auseinander? Wie weit? Da würde rein theoretisch würde hier einer reinpassen, ja? Das heißt hier. Ich finde das aber sehr schmal, ehrlich gesagt. Ein weiter würde es. Ja? Warte mal. Wir könnten doch. Den hier löschen, genau, so. Warum ist denn eigentlich hier kein Pfeil? Das verstehe ich nicht ganz. Okay. Hier war er vorher. Achso. Warte mal, als allererstes können wir ja das hier mal machen. So. Oder warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das müssen wir mal alle wegnehmen. So. Passagiere, warte mal, wie kann ich in den quer hinsetzen. So kann ich den quer hinsetzen, ja? Passagiere. Wenn, dann müssen wir es ja irgendwo ein bisschen ordentlich haben, oder? Güter. Ja, irgendwo muss ja schon ein bisschen hier, ne? So. Und jetzt, Schnuff. Rein theoretisch nein. Das wäre mir auch zu schmal. Das hier würde mir schon ganz gut gefallen. So zwischen den Gebäuden immer. Hier nicht den ganzen gleichen Abstand hätten. Nee. Nein. Das gefällt mir nicht. So würde mir der Abstand echt gut gefallen. Ja, so. Dann kriegen wir denselben Abstand hier auch nochmal hin. Nee. Ich glaube. Nee, ich glaube auf diesen Pfeil. Das ist hier der einzigste Pfeil. Geht das auch hier vorne ran? Warte mal. So. Ja, so. Ja, hier ist nicht so schlimm, wenn da nichts ran ist. Das ist nicht so schlimm. Na? Und nein, das werde ich auch jetzt nicht so machen. Das lassen wir so. So, und Güter machen wir natürlich. Hallo, Güter. Güter machen wir natürlich auch nochmal. So, und hier passt mal das. Ja, hier passt mal das Gelände auf jeden Fall nochmal an. Ja, und hier genauso. Ja, hier machen wir auf jeden Fall das Gelände nochmal hübsch. Hier können wir sogar so machen. Damit habe ich wirklich kein Problem. So, verschiedenes. Das sind hier die Straßenanbindungen. Da machen wir auf jeden Fall. Fupp. Da müssen wir auf jeden Fall noch die ganze Straße anpassen. Das ganze Gelände noch auf jeden Fall anpassen, ja. So, meinetwegen können wir hier auch einmal hier lang gehen. So, zack, Schnuff. Weiß ich noch nicht, weiß ich noch nicht, weiß ich noch nicht. Hier rein theoretisch auch, damit das ein bisschen hübsch aussieht. Okay, okay, okay. So, bis jetzt gefällt mir das recht gut sogar. Hier machen wir wieder planieren. Hier gehen wir auf jeden Fall. Ah, da. Das hier kann definitiv weg. Hier können wir jetzt ein bisschen erhöhen und hier müssen wir abflachen. Irgendwie. Also so, übertrieben gesagt erstmal. Jetzt flachen wir hier ein bisschen ab, damit das ein bisschen hübsch aussieht. So. Und hier müssen wir jetzt irgendwie halbwegs versuchen anzupassen alles. Ja. Hier müssen wir jetzt irgendwie ein bisschen anpassen. Hier sollte eigentlich kein Wasser entstehen. Das wäre nicht so... profitabel, ja. So. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ich glaube, hier der Übergang... Warte mal, wie sieht das so von nahen aus? Ich glaube, von... Ja, ich glaube, der Übergang passt recht gut aktuell. So, so. Zack, zack, zuck, zuck, zuck.
Zack, zack, zack. Das hier... Ja, eigentlich kann man damit leben, glaube ich, immer noch. Ja, ich glaube, man kann damit sehr gut leben. So, wir müssen aber jetzt noch eine Station ranbauen, genau. Die Anlegestellen, genau, das meinte ich ja gerade. So, zack, zack, zack. Das sind Passagiere. Das ist Güter und das sollte... Außerhalb des befahrbaren Gewässers. Okay, das ist hier anscheinend nicht tief genug. Ist ja kein Problem, ne? So, jetzt nochmal bitte. Jetzt ist es blau. Jetzt funktioniert. Ich hätte aber hier gerne eigentlich noch was. Aber das ist wahrscheinlich... warte mal, kann ich das noch ein bisschen umbauen? Den Hallen gibt es ja davon nicht, ne? Ja, komm. Machen wir das so. Müssen wir jetzt aber das Gelände wirklich nochmal hier anpassen. Fahrzeug ist in einen schlechten Zugang. Ah. Sag mir, welches Fahrzeug. Werde ich das vielleicht ändern? Verschiedenes. So, dann mache ich aber hier auch eine Straßenanbindung. Das würde ich dann ein bisschen schöner finden, glaube ich. So, weißt du, so... Geländer anpassen. Schnupp, schnupp, schnupp. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Das wird bestimmt noch nicht reichen hier. An dieser Stelle, dass hier auch ein großer Dampfer anlegen kann. Ups, zala, das war immer zu viel. So, Anlegestelle. Schnupp. Hier geht trotzdem noch nicht, ne? Schade. Ich hab gedacht, hier kriege ich auch noch eine Bucht rein. Aber das geht. Frag mich eigentlich wo. Fahrzeug 4! Ah. Fahrzeug 4! LKW Treibstoff 1 nach Magdeburg. Ah, die sind nicht mehr so gut, oder wie? Warte mal. LKW Treibstoff 1. Treibstoff 2. Wie alt seid ihr denn? 33 Jahre? Ah, ist okay. Cargo. Stimmt ja, wir haben ja hier schon die dicken LKWs. So. Oh. Hopp. Hier können wir genauso machen. Hopp. Hopp. So. Ich hoffe, die lassen uns jetzt mal ein bisschen in Ruhe. So, auf jeden Fall, jetzt haben wir den Bahnhof, den Hafen angeschlossen. Jetzt müssen wir natürlich noch Linien ziehen, und alles anschließen, ja. Die Straße sieht noch ein bisschen merkwürdig aus, aber ist okay. Ich glaube, damit können wir leben aktuell. Was ist denn das hier eigentlich für eine Straße gewesen? Welche Breite war das? Ja, es war eigentlich die schmalere Ende. Busspur, ja. Und elektrisch machen wir, ja. Und dann versuche ich mal, den Hafen halbwegs hier anzuschließen. Warte mal, hier können wir sogar... Das sieht, glaube ich, gar nicht mal so hässlich aus, hier diese kleine Krümmung hier, weißt du? So. Also langsam, aber sicher Spiel, ja. So hätte ich das gerne angeschlossen, liebes Spiel. Hier müssen wir dann immer wieder anpassen. Ja. Sieht doch gar nicht mal so... Das sieht doch gar nicht mal so unsexy aus, was wir hier gemacht haben. Oh Mann, ey, warte mal, das mit den Fahrzeugen. Entweder muss ich das mal in Offscreen machen, das nervt aber gerade, dass das hier andauernd eingeblendet wird. Ich kann auch hier nirgendwo einen Filter machen. Zeig mir bitte alle alten, hässlichen Fahrzeuge. Weißt du?
Ich kann das echt schlecht sagen. Zeig mir mal bitte alle Fahrzeuge. Spiel, sag mir bitte die Fahrzeuge. Wenn du ein Problem hast, sag mir die Fahrzeuge. Was ist dein Problem? Was ist deine Sorge? Was möchtest du von mir? So, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Dock. Einen Dida-Dock. Den bauen wir mal. Eigentlich könnte man ja auch sagen, wir bauen ihn irgendwo zentral meinetwegen sogar hin. Weißt du? Zum einen braucht er keine Anschlüsse großartig. Achso, die Seite war schon richtig, ja? Okay. Oder wollen wir den doch hier hinbauen? Hier hinten sieht es vielleicht ein bisschen. Kann man das ein bisschen vielleicht doch optisch schön machen? Kollision, okay. So. So, Linien. Linien Managa. Dresden-Magdeburg ist das, ja? So. Oder haben wir da schon. Nee, wir haben noch keine Schiffslinie, oder? Linie 1? Nee, die machen wir jetzt gerade. So, Magdeburg-Ost nach Dresden. Dresden-Haltepunkt. Aha, okay. Umbenennen. Wie nennt man das? Wasser? Schip? Wasser? Ach komm, wir nennen es einfach Wasser. Magdeburg nach Dresden. Steckst den Finger in den Po und. Ne, da war ich schon. Was? Straßenfahrzeug 5 ist in einem sehr schlechten Zustand. LKW-Treibstoff 1 nach Magdeburg. Hä? Hat man die nicht schon ausgetauscht? Nee. Sie haben wir nicht ausgetauscht, okay? Ja, ist okay. Schimmer your base. So. Jetzt sind sie aber ausgetauscht. Vor allen Dingen, hier ist jetzt eine riesengroße LKW-Flotte. Weißt du? Aber keiner fährt was drin. Keiner fährt was drin. So. Wir haben unsere erste Schiffsroute. Unsere Route. Jetzt müssen wir natürlich noch die Leute zum Hafen bringen. Soll ich jetzt hier nochmal sein Riesenteil bauen? Das riesengroße Tram-Station? Bäh. Bäh, 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 bäh. Passagiere, das. Das 30 Meter Elektro, ja. Also guck mal, wie hoch wir hier sind vom Unterschied. Ich würde hier jetzt ein Teil hinbauen, aber jetzt nicht mega krass groß. Guck mal, hier haben wir das sogar schon gemacht. Ist diese Linie eigentlich schon verbunden? Ja, Tram Dresden ist sogar schon verbunden. Also das müssen wir doch hier wirklich machen, ja. Ich weiß, das frisst alles ein bisschen Zeit, aber wir lassen uns Zeit bei dem Projekt. Wir lassen uns ein bisschen Zeit bei dem Projekt, ne? So, jetzt müssen wir natürlich noch sagen, Linien. Ach so. Warte mal, da fällt mir noch was ein. Elektro. So, Busspur, darum. Ah. wir müssen mal langsam alle Straßen wieder upgraden. Wenn ich die jetzt mache, muss ich wieder 1000 Sachen verkaufen, ja, weil das hier die breiteren Straßen sind. Ne? So, auf jeden Fall Tram oder elektrisch geht der bis hier rüber. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, ich muss unbedingt mal hier. Ich glaube, das werde ich aber mal in Offscreen machen. Mal alles wieder upgraden, auch mit Busspuren den ganzen Tünnef, ne? Also das hier gerade hier so, das Upgraden, das musste ich wirklich mal in Offs machen, in Offscreen. Ach, wie schön das wieder ist mit zwei Fahrzeug 50 ist in einem sehr schlechten Zustand. Was macht ein Fahrzeug 50? Waren. Okay, alle Güter ersetzen. Hup.
Ja, auf jeden Fall Straßen müsste ich auf jeden Fall mal ersetzen. Jetzt will ich aber noch eins anderes machen vorher, und zwar die Tram Magdeburg. Wir haben zwei Trams in Magdeburg, ja? Warte mal, drehen bitte so. Na so, so geht's. So, das ist die Grüne, die Grüne, die Grüne, die Grüne. Die fährt von hier nach da. Wo sind die drei hier? Ah, da ist die drei. Wir könnten auch nach der 2, warte mal, Linie vorbei, nach der 2, nach dem Winkel. Werden wir das hier noch hinzufügen? Geht das überhaupt, weil mir das gerade nicht angezeigt wird? Hat er das jetzt gemacht? Hat er das jetzt übernommen? Ja, guck mal da. Die fahren jetzt hier rüber zur 3. So, und jetzt brauchen wir noch die... Tram B. Linie verwalten. Die fährt hier lang, da lang, da lang, da lang, da lang. Dann zu 5, zu 6, zu 7. Und wo ist die 8? Die 8 ist da drüben schon. Nach der 7, nach der Schlossstraße, kaufen wir uns mal die Parkstraße. Können wir hier auch noch anschließen. So, und dann geht's hier rüber und dann so, ja. So, das heißt, wir haben jetzt diese große Station auch mit angeschlossen. Da können jetzt auch die ersten Leute denn rüber. Dum, dum, dum. So. Jetzt ist die Folge normalerweise schon zu Ende. Wir kaufen uns aber trotzdem noch ein Schiff. So, Passagiere. Oh, was ist das? 20 Leute? Kapazität 150 Leute. Ui. Echt 150 Leute? Ja. So Zürich? Ab 35 wurde die gebaut. Wir haben sie jetzt schon 1970. Den haben wir ganz frisch dazu bekommen. Der ist wahrscheinlich Höchstgeschwindigkeit 93. Ja. Ja, da bin ich ein Freund von. Wir bauen mal zwei. Ja, weil ich noch keine Ahnung habe, ob die überhaupt Wasser macht hoch Dresden. So, zack. 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 Und ich würde sagen, ich pausiere jetzt, weil das ist jetzt ein wunderschöner Cliffhanger. Ich würde sagen, wir pausieren jetzt und machen in der nächsten Folge weiter. Ja, dann schauen wir uns die beiden hier einfach an. Ja, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Haut rein, tschüss!